bin im Duft. Und muss pissen. Ja, macht Platz, ja. Wer fährt den SUV? Ist das Ronny? Warte mal kurz. Ich würde erst mal sagen, wir gucken das Oder? nochmal, wo ist der Bist, warst Ifrit? du gerade am Marktplatz? Nee. Wollen wir mal hinterher fahren? Ja, fahr hinterher, Typ, verfolg mal. Hol ihn Also dir. hier ist aktuell nichts. Ja, auch keine in den Häusern. Zumindest jetzt nicht auf den ersten Blick. Gucken wir mal. Im Dach vielleicht einer. Auch da ist niemand. Oh, hinter mir. Das sagt alles. Jetzt vor mir. Oh yeah. Was Geile ist da? Sache. Hab Umdrehen, ihn. umdrehen, umdrehen. Der ist direkt die Hauptstraße Richtung Peachfeld unterwegs. Richtung Peachfeld. Okay, Lass mich auf. aussteigen. Ich verfolge das gerade, ist aber sehr, sehr schnell unterwegs. Wie Also. lege ich ein Nagelband aus? Scheiße. Du Mich musst es hat es auswählen und benutzt. dann. Okay. Zu spät. Du musst es auswählen im Menü, da wo du also Z drückst. Und dann kannst du es Im dann Kampf neu wählen. getötet. Ja? Wurde ihr beide gerade erwischt oder was mit euch? Ich versuche doch mal hinterher zu fahren. Der ist geradeaus weiter, ne? Komm ich wahrscheinlich sowieso nicht hinterher bei der Geschwindigkeit. Wo kann ich ihn jetzt spawnen? Also, Wahrscheinlich. natürlich darfst du nicht mehr. Ja. Ich glaube, da. Warte mal, Wahrscheinlich. es sieht so aus, als wäre der Ifrit da vor der Wand gebaselt. Nee, Ja? das ist nur. Nee, das ist nur ein Peach. Jemand, der im Peachfeld steht. Wo fährt der lang? Oh, warte mal, Wo ich fährt muss mal der? ganz kurz. Autsch. Da ist er, ich hab ihn. Der hat sich hier wieder im Peachfeld versteckt. Ich hab's doch gewusst. Jetzt fährt er wieder zurück in Kavala auf der Hauptstraße Richtung Kavala zurück. Und Hab ich sieht auch nicht. so aus, als wenn er wieder in Kavala reinfährt. Müsst ihr gleich nochmal an der Straßensperre vorbeikommen. Wenn da noch einer lebt die ganze Straße mit Nadelbändern voll. Also, müsstest du eigentlich schaffen, wenn du welche hast. Ich hatte die, aber. Okay, die haben jetzt Rauch ge. Links. So, da sind sie jetzt nach hinten links gefahren, glaube ich. Irgendwo. Den Berg hoch. Sah zumindest so aus. Schießt du? Warte mal, wie kann ich denn das Nagelband dann Wo sind die hinstellen? Säcke denn jetzt, ey? Die sind so schnell mit dem Set, scheiß Ifrit. dann das Nagelband auswählen und auf Benutzen klicken. Genau. Und dann musst du mir ja das Master abklicken für B-Ding oder sowas. Jetzt habe ich mich hier selbst in der Sackgasse verfrachtet. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo der ist. Ich glaube, der ist irgendwo den Berg hier hochgefahren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Guck Nö, mal gerade. ich lasse es da. Ist er da denn schon in der kommen Stadt wir noch gewesen? ein bisschen Kontrolle. Achtung, Hey, da ich sind komm gerade aus Nagelbänder, Kavala, da ist gerade. Achtung, Nagelbänder. Gut. Ich hab so das Gefühl, der ist hier irgendwo noch. Irgendwie ist der doch hier den Berg hochgefahren, das habe ich doch gerochen. Geh mal weg, ich tu nochmal Nagelbänder Das hinlegen. stinkt doch, das stinkt doch, ganz eindeutig. Irgendwo hier rechts ist der doch auf dem Berg. Na komm, zeig dich. Oder ist der doch geradeaus? Aber ist doch nicht entgegengekommen, ne? Ich glaube, der ist hier irgendwo hochgefahren. Ja, okay. Sie sind weg. Die sind eh nicht weg. Noch jetzt beim Marktplatz noch ein Nagelband drin. Ja, die muss man mal wieder wegnehmen, ne? Wenn wir sagen, kann er bei Schritt. Scheiße Alarmanlage aus, die geht mir so auf den Sack. Nauze da jetzt. So. Ich sehe niemanden mehr. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr viel tun. Weil wir können erstmal ein Krankenhaus in Kavala nochmal checken. Nicht, dass sie ja schon wieder oben auf dem Heliport sind. Sag mal, wer ist denn, hat Potty nicht irgendwo sein Heli gelandet? Ihr könnt den doch wegtun, weil er hat mich doch überfahren. Er ist jetzt auf der Fahndungsliste. Nee, er hat den Heli nicht gelandet, komischerweise. Hä? Garage wahrscheinlich, ja. Jung, stell die Karre so hin, dass man das sieht. Wenn hier ein Zivilfahrzeug gerade fährt, dann warte mal, warte mal, warte mal, war das da gerade ein Auto oder war das da gerade eine Karre, die nicht kaputt war? Okay, eine Karre, die kaputt war, ja, was? Ups, falsche Taste. So, schauen wir mal, wo die lang kommen. Hier vorne mal einer, der eine Wagen. Langsamer. Hier hinter uns ist ein normales Fahrzeug. Ja, da liegt aber Nagelband.
Ja, deswegen stelle ich mich mal jetzt hier so hin, dass man hier nicht mehr im Stairs nicht drüber kommt, weil ich steig mal ganz kurz aus und erkläre ihm das. Oder geh mal kurz zu dem hin und sag dem das. Bitte mal kurz rauskommen. Sie müssen aufpassen, wir haben Nagelbinder verteilt in Kavala, wenn Sie sie davor, da vorne sehen. Wenn Sie da drüber fahren, sind Ihre Reifen kaputt. Okay, nur hier oder auch anderswo? Ja, aktuell nur hier in Kavala. Und übrigens, wenn Sie einen Ifrit sehen, also ein gepanzertes Rebellenfahrzeug, dann machen Sie am besten sofort Meldung. Also halten Sie auch ein bisschen die Augen offen und auch zu Ihrer eigenen Sicherheit passen Sie gut auf, weil hier ist aktuell ein Rebellenfahrzeug unterwegs und die scheinen nicht sehr nett zu sein. Ja, den habe ich vorhin gesehen. Ich weiß, der hat sich versteckt, das habe ich auch gesehen. Ja, okay. Die Sonne. So. Ich glaube, die werden jetzt nicht mehr hinkommen. Herkommen, dann wären sie ja schön blöd, oder? Ach, die zwei doch. Ich meine, die haben ja jetzt gar keine Ausweichmöglichkeit mehr. Die können schlecht hier rechts abbiegen, weil mein Fahrzeug hier fast so steht. Ich würde ja auch noch ein Nagelband legen, obwohl. Eigentlich muss man das gar nicht. Remus, kriegt man das eigentlich wieder weg? Ja. Ah. Ach, Black Forest. Gut. Ja. Du bist doch vorhin mit dem Heli geflogen, ne? Ja. Statt dir von Schummi ausrichten, sollst du doch bitte das nächste Mal die Sirene auslassen. Wer hat das gesagt? Schummi. Weil die zwei sind ganz erschrocken, wie du über die Diamantenmine gefahren bist. Okay. Oh, oh, leck, leck. Ja, das kommt durch im Blaulicht. Schau mal, ob die sich nochmal hier hintrauen. Ich glaub da nicht so ganz dran. Das glaube ich auch weniger. Wir hätten auf jeden Fall einen Helikopter gebraucht, weil da hätte der den auf jeden Fall besser verfolgen können. Kavala sind sie immer noch. Wie kommst du da jetzt drauf? Falls wir die anhalten können, wie auch immer, falls sie irgendwie Platten kriegen oder keine Ahnung, dann sollte nur einer hingehen und irgendwie sagen, wir sollen aussteigen, weil sonst nachher steigen die aus und schießen uns alle über den Haufen. Der Rest sollte dann irgendwie so ein bisschen in Deckung gehen. Ah, ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse am Richtung Apfelfeld. Ich fahre da mal hin. Guck mal, ob ich da was sehe. Ja, ja, ich höre das mit den Schüssen. Bis hier hin. So, gucken wir mal. Hast du aber gutes gehört? Ich habe nämlich nichts gehört. Ja, ich habe das sofort gehört. Das. Aber mach mal was Blaulicht aus. Das fällt mir auf sonst. Nö, schon okay. Vielleicht schrecke ich sie ja ab, wenn sie da auf irgendwelche Zivilisten oder sonst was schießen. Ist das wahrscheinlich. Wow, besser. Wenn sie wegfahren, weil die. Das mein Ziel ist es ja, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen. Mein Ziel ist es nicht, die sofort auf Frischstadt dazu erschaffen. Hey Leute, mein Nagelband erschießen. Das haben wir mit. Ich schwöre, ich hab da gerade irgendwas gehört. Oder es war eine Halluzination. Keine Ahnung. Ich meine, ich hab da was gehört. Und wo soll es sonst sein, außer im Apfelfeld? Also ich muss sagen, ich habe heute noch einen guten Punkt gefunden. Von der Ich sehe ihn. Ich fahre hinterher. Achtung, ja, wo? Achtung. Wo? Kollege. Jetzt, Lunderwärts Richtung Drogendealer. Richtung Drogendealer? Ja, das ist Richtung Norden. Also, von der Kupfermine, oder was? Aus Kavala. Naja, okay. An der Flussufer hast du auch diese Drogendealer immer in Kavala. Und ja. Da hin. Okay, und da ist er gerade, warte mal, wer hat das gerade gesagt? Ah, der Black Forest, oder was? Ja. Okay, ja gut, da bin ich jetzt natürlich weit weg von. Vielleicht waren das auch keine Schüsse, die ich gehört habe, aber ich habe irgendwas gehört. Wo ist denn das? Da in der Richtung. Oder das war, weil du die glaub, Nagelbänder wieder eingepackt hast. Das habe ich, glaube ich, gehört. Und das klang ein bisschen wie Schüsse aus weiter Entfernung. Entweder sie fahren jetzt Naikavala oder sind gerade rausgefahren. Ja, ich guck mal, dass ich oben vom Berg vielleicht mal runterkomme, jetzt von der anderen Seite. Ja, mein Ziel ist es ja in gewisser Weise, also einer sollte auf jeden Fall auf der Hauptstraße bleiben in Kavala. Das Auto ging.
Ich sehe sie. Dass ich dir sofort Nagelbänder legen kann. Die sind hinter mir, die sind hinter mir. Ich komme nach Kavala Nike Shirt. Ja, und dann der eine, der sollte auf jeden Fall in Kavala bleiben und da die Nagelbänder auslegen nochmal. Achtung, Achtung. Und am besten jede Straße zulegen mit Nagelbändern. Die fahren mir hinterher. Naja, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Versuch dir den Weg abzuschneiden. Achtung, weg von der Straße, ich schütte jetzt voll durch. Ja, dann machst du ja die Nagelbänder kaputt, falls. Nee, es sind ja keine mehr, wir hatten ja nur eins. Ah, das ist natürlich toll. Fail. Was ist denn? Jetzt sind sie wieder. Fail weg. Ever. Oh, ich höre ein Auto. Wollte doch gleich mal eine Kontrolle machen. Na, mal schauen, ob ich die da irgendwo noch sehe. Sind sie jetzt schon wieder, ey? Ah, das ist ja hervorragend mit den zwei. Die sollen mal gefälligst aussteigen, so macht das viel mehr Spaß. Wenn sie da die ganze Zeit gegen düsen, oder? Das macht doch auch Spaß. Naja, geht so, ne? Warum ist nicht... Was? Passiert halt nicht viel. Ja, man muss sich nur ein bisschen organisieren. Das Problem ist, weil sie bei Richtung Dealer unterwegs waren und dann runtergefahren sind. Ich finde das Organisieren bringt ja hier gar nichts, weil wir haben ja nur die ganz leichten Fahrzeuge. Die rammen uns einmal weg, dann sind wir am Arsch. Das ist ein bisschen das Problem. Sind da kommen sie da unten, da unten, da unten. Die kommen hoch. Von wo hoch? Da, da. Geh weg, geh weg. Oh ja, ich stelle mich jetzt quer hier im Weg, aber ich glaube, das bringt wahrscheinlich nicht viel. Na gut, die hauen jetzt ab da. Okay, gut, ich werde wahrscheinlich auch nicht viel machen können. Gut, die fahren jetzt links auch raus. Okay, ich fahre hinterher. Okay, ja, fahr hinterher. Okay, tschüss. Bringt wahrscheinlich nicht so viel. Ja, bringt wahrscheinlich nicht so viel. Jetzt wieder links? Ja, ja. Bleib am besten dran, ich versuche die irgendwie. Vielleicht hopp ich ja die Hoffnung, die nehmen vom anderen Weg. Oh, wieder rechts. Oh. Okay, wo sind sie jetzt hin? Okay, die fahren wieder runter. Die sind wieder runter Richtung Küste. Jetzt geht ja auch Richtung Marktplatz. Jetzt hoch Richtung Krankenhaus. Ich muss mal Wagen reparieren, ich hab einen Platten. Scheiße, Alter, fest im Laternenverlass gleich zwei Platte. Ich guck mal, ob ich den da irgendwie Krankenhaus, abfangen kann. Krankenhaus. Naja, ich versuche den abzufangen. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Krankenhaus sind sie. Ja, ja. Hallo. Jetzt fahren sie wieder rechts runter. Okay, ich. Versuch dir jetzt mal hier. Wer da gerade reinkommen? Kavax. Okay, bist du Bulle? Ja, natürlich. Ich hoffe auch einer. Bist du ein Bulle? Wer hat das gefragt? Black Forest, lol. Hallo, ich bin die letzten drei Tage mit dir rumgelaufen. Ich hab dich nicht gesehen im TS. Achso. Ich hab keine zwei Bildschirme. Benutzer, Overwall. Was siehst du da? Ich hab gehört, dass ein Ilfrid unterwegs ist. Ja, der nervt hier ein bisschen, aber sonst macht er auch nichts. Okay, der rammt mich gleich. Dann hole ich mal einen Hunter raus. Das wäre sehr schön. Ah, ich gehe ein Polizist. Weil sonst ist es halt ein bisschen unfair, weil wir können halt nicht so viel tun. Ich fahre jetzt Richtung Marktplatz. Ja, ihr seid alle Rang 1, ne? Deswegen, ja. Ja. Ich fahre jetzt Richtung Marktplatz. Achtung, Achtung, Achtung! Ja, ich sehe dich schon. Der ist hinter dir her. Ich weiß, ich sehe es. Hier kann man aber da auch nicht machen. So, hat er den abbiegen, schon geschossen oder sowas? Nein, der fährt nur die ganze Zeit weg. Doch, der hat also das Fahrzeug ist illegal, da dürft ihr dann auch auf die Reifen schießen. Ist klar, aber mit dem Taser ja, ist das natürlich, aber dann dauert es länger, weil wir brauchen Großkaliber, um die sofort, also ziemlich schnell zu schrotten. Ja, ne? Das ist halt so das Problem. Jetzt hat er sich selbst in eine Sackgasse gefahren hier fast. Das ist ja schön. Geht er zumindest. Na komm. Und der hat sehr viel Spaß, weil er denkt, er könnte mich hier leicht abhängen. Aber trotzdem dran. Problem ist, der hat auch eine viel höhere Beschleunigung, also dieser Ifrit ist doch recht schnell. Jetzt fahre ich mir mit voller Krache in die Seite, ob das was bringt, wahrscheinlich eher nicht. Mitte da. BB. Was war jetzt einer von hinten, das wäre nicht schlecht. Ich hab ihn schon gerammt, aber hat nicht viel gebracht. Krankenhaus, oder was? Warum bist du hier reingerast, Mensch? So war sonst tun. Hat geleckt. Okay, hab's gesehen. Ach, habt ihr den erwischt? Auch gerade in Kavala. So. Der Krankenhaus bin ich jetzt gleich da. Ja, der fährt jetzt an der Polizeistation vorbei. Ich bleib an ihm dran. Aber diese Beschleunigung von dem ist einfach... doch um einiges höher als die von diesem scheiß Offroad. Wo seid ihr jetzt? Fahrzeug, jetzt ist er wahrscheinlich links oder geradeaus. In Kavala. Nee, geradeaus ist er. Ja, wo genau? Jetzt gleich über den Marktplatz. Am besten, wenn man den einen Punkt, rechts. Der diese zwei Dreiecke hat. Ja. Und jetzt ist er wieder links. Ich versuche gerade den Spuren zu folgen, aber... Ne, ist doch rechts abgebogen. Ja, keine Ahnung, ist schon weg.
Siehst du, der biegt dreimal ab und mit seiner Beschleunigung ist er gleich weg. Das der versucht euch zu trollen, aber wenn ihr mehr Leute seid, dann könnt ihr ihn locker. Ja, ich hab ihn schon einmal gerammt, aber das hat nicht viel gebracht, außer dass es nichts gebracht hat. Ja, ich bin jetzt da mit Martha. Das ist gut. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Naja, verloren habe ich ihn jetzt auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo der genau abgebogen ist. Wer hat denn die zwei Striche? Wer ist denn das? Wer hat denn hier den Lead gerade? Keiner, ich habe ja die tausendmal gefragt, wer das Kommando übernimmt, keiner wollte.